So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Farming Simulator 22. Jawohl. So, wir machen jetzt den Rest, was wir im letzten Video nicht gemacht haben. Machen wir jetzt hier fertig. Pressen. Wir pressen bitte alles raus. Ist ja nicht mehr viel. Und ich würde sagen, wenn wir dann den Ladewagen holen und die aufladen, lassen wir mal zwei Ballen hier unten liegen. Mal gucken, vielleicht kriegen. Oder wir lassen. Ja, wir können ja auch drei Ballen liegen lassen. Drei Ballen liegen lassen. Und mal gucken, ob wir somit den Auftrag zu Ende bekommen. Wäre nicht schlecht. Wäre nicht schlecht. Wenn jetzt zwei würden ja auch reichen. Das ist schon mal für eine Mischung. Bräuchten wir dann bloß noch. Ne, Quatsch mal. Doch eh mal Stroh brauchen wir ja bloß. Weit gefahren. Bräuchten wir ja bloß Heu kaufen. Der Strohballen haben wir noch da. Aber mal gucken. Wir lassen uns mal überraschen. Lass dich überraschen. Ah. Kriegen wir da noch einen zusammen? Also einen würde ich noch gerne zusammenkriegen. Warum fährst du nicht? So, müssen wir zusammenkriegen noch einen. Los. Komm schon. Komm schon. Jo. Hammer. Gut. So. Einmal frei. Nächster auch beendet, aber ich denke mal, der jetzt beendet hat, im letzten Video war es der Kalker, denke ich mal. Und wer jetzt war, bestimmt der Walzer. Ah, da wird es aber kompliziert, ne? Weil wir haben gekalkt und ich dachte, beim Kalken verschwindet der Kalk, dass man den nicht mehr sieht. Das wird lustig, da müssen wir ein bisschen absuchen, wo der nicht gewalzt hat. So, den würde ich nach Hause fahren lassen wollen. Und zwar. Hier stehe. Also hier bin ich. Der Kalker steht. Den hier. Also quasi nach hinten und dann nach oben. Ne? Ui, ich fahre über den Ball. Uiuiui. Nee, ich würde die Ballenpresse sogar noch hier stehen lassen. Ja, das wird gegen ganzer Ballen, der hier liegt. Nee, nee. Nee, nee, oder? Könnte man hier noch einen Ballen zusammenkriegen? Ja, einen kleinen Ballen, ja. Nee, kriegen wir nicht zusammen, oder? Ach, wir lassen den mal hier stehen. Wir probieren es dann einfach. So. Wir probieren es dann einfach mal. Okay. Dann schicken wir den wieder nach oben. Wo er verfährt. Jo, Eier frei. Springen wir mal. Ja, der Walzer ist oben auch fertig. Den hier, ach, ich muss umstellen. Den rein hier. So, dann gucken wir mal. Benötigt Kalk, benötigt Kalk. Das ist auch Ovalkalk. Ne? Wir haben es doch Kalk. Dann
weiß ich auch nicht. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Aber der hat gekalkt. Mal, da fehlt Kalk. Ich mach's mal an. Das Stückchen vorfahren. So, mal ausmachen. Zuklappen. Nein. Ja, ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert. Aber ja, dann bleibt so. Gut, da können wir den auch nach Hause. Da kann der auch nach Hause. Wenn ich den von hier fahren lasse, funktioniert's. Mal gucken. Aber jetzt, wo er dann wieder hinfährt, bestellen wir ja, ja. Ich will es bloß mal ausprobieren. So, der andere fährt noch. Erstellen. Den lassen wir weiter hinten stellen. Also. Parken wir hier so. So, mal sehen, ob er fährt. Jo, funktioniert. Eierfrei. Gut, mal sehen, ob er hoch ankommt. So, da kann man den hier einsteigen. Da liegt auch wieder Gerschild. Hm, komisch, habe ich schon in der letzten Folge gesagt. Ich hatte zwar Pause dazwischen gemacht, habe neu gelockt, aber die Verkehrsschilder liegen immer noch da. Die müssen wir mal alle einsammeln. Und die lagern wir einfach auf unserem Hof. Der eiert ganz schön rum, der Helfer. Wenn ich jetzt hart drücke, entlassen ja. Hat der so rumgeeiert? Der Ladewagen. Ah, stopp, wir machen erstmal was. Ja. Dann, trotzdem können wir mal anhängen. Ich glaube, den Ladewagen habe ich hier hinten. Oder? Ja, den habe ich hier hinten hingestellt. Jo. Ja. Wir machen erstmal was. Wollt den hier anhängen? So. Und drehen uns um. Springen raus. Nein! Ich will rausspringen. So. Springen den hier rein. Uiuiui. Warum? Ja. So, abtanken. Da haben wir 16.000 Liter drin. Im letzten Video hat hier schon was reingefahren. Wer es nicht gesehen hat, wer bis dahin nicht geguckt hat. Eben habe ich hier schon reingefahren. Da fahre ich jetzt zweimal das andere noch rein. So. Es wird langsam dunkel. Ich bin noch nie mit Licht drin hier vorne. Ah ja. Ich habe jetzt der Ernte Leuchte an. So, da schauen wir mal. Bevor wir den Auftrag abgeben, also falls er fertig ist, werden wir mit dem Trecker unsere Presse noch hochbringen, weil wir brauchen wir keine Benzinkosten, keine Reparaturkosten. Der Helfer kommt uns entgegen, aber der fährt auch nicht mit Licht. Doch, der fährt mit Licht. Okay. Eier, was eiert denn der rum? Hilfe, ich habe Angst. Wo soll ich denn hin?
Hilfe! Wir lichten Verkehrsschild. Ah! Anhalten, ich muss das wegpacken. Kann ich auf der Straße rumliegen? Das geht nicht. So. Packen wir hier so als Straßenrand. So. Gut. Einfach auf der Straße rumliegen. Das geht nicht. Kann ich noch eins? Weil die bekommen das Ende da auf die Straße. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Kann ich euch nicht sagen. So. Nur wenn wir hier 100 Videos machen, dann steht hier kein einziges Verkehrsschild mehr. Wie gesagt, die packen wir bei uns einfach hier hin. Irgendwo in die Scheune rein. Und irgendwann ist das die Scheune voller Verkehrsschilder. Könnte ich wetten. Das wäre witzig. Naja. Zum Teil witzig. Da liegt noch ein Verkehrsschild. Aber das war ich nicht. Das war echt der Helfer. Das war ich nicht. Das muss der Helfer gewesen sein. Was? Jetzt hier liegen überall die Verkehrsschilder rum. Ich sag euch, wir werden die Verkehrsschilder alle einsammeln. Die packen wir zu Hause hin. Überall Verkehrsschilder. Alter. So, warte mal. Die zwei lasse ich liegen. Den würde ich auch erstmal liegen lassen. Nur, wie viel Prozent haben wir jetzt eigentlich? Moment. Hier. Immer noch 20%. Ich dachte, wenn wir Beine gepresst haben. Bringe die Ballen dahin. Biogasanlage 500 kW. Mal gucken, wo die sind. Wo das ist. So, ich lasse mal die drei hier liegen, dann werden wir sehen. Weil dann würde ich auch, also wenn wir die drei noch bekommen sollten, dann würde ich hier auch den Rest liegen lassen an Gras. Obwohl, könnten wir, ach nee, wir haben ja Heu drin. Da lasse ich das hier liegen. Da würde ich die gar nicht weg, eine Balle pressen oder so, oder? Ja, ich meine, es liegt ja noch einiges rum. Ja, wir müssen so erstmal sehen. Erstmal sehen. Ganze Balle kriegst du ja eh nicht raus. Ich meine, gut, hier liegt eine Ecke, du. Jo. Vielleicht müssen wir doch alle abgeben. Na, mal gucken. Mal schauen. Wir schauen mal. Mensch, die Zeit verfliegt immer so. Das ist schon wieder bei 14 Minuten. Das geht gar nicht. Und ich tödle ja auch gar nicht viel rum. So, gut, wie gesagt, oder lassen wir bis 2 liegen, dass wir auf Nummer sicher gehen. Ja, 2 wären eh, wir nehmen den eh noch mit. Wir nehmen den eh mit. Oh, gut. So. Es kann sein, dass wir noch einen hochbringen müssen, werden wir gleich sehen.
Werden wir gleich sehen. So, dann schalten wir mal ein und suchen mal Biogasanlage. Ich weiß gar nicht, wo die S4-Händler ist. So, unser Rinderstall, Tankstelle, Pizzeria, Cafeteria, Bäckerei, und das will ich mir auch gerne noch holen. Müsli-Rei, Ölmühle, Schneiderei, Getreidemühle, Molkerei, das Spinnerei. Biogas, nee, das Biomasse, Heizkraft. Wasseranlage brauche ich. Hier sind doch Treibhäuser. Okay. Hören die uns? Und das ist eine Kaufstation. Also hier ist es schon mal nett. Hier? Ja, hier müssen wir hin. Okay. Da lassen wir den LKW. Wollen wir den fahren lassen? Von der Lehne. Ja, mal gucken, wie er fährt. Setze ich den dann hier? Den hier. Ab erstellen. Mal sehen, ob der vom Feld runterfährt. Mal gucken. So, hier so hin. Wo ist hier die Einfahrt? So, mal gucken, ob er fährt. Wieso zurücksetzen? Ich wollte gerade einsteigen. Ach so, war ich ja schon drin. Nee, da fährt nicht. Okay. Den auf die Straße stellen. So, stellen wir hier einfach auf die Straße. Wir probieren das gleiche noch mal. Ja, mal gucken. Weil wenn er das machen würde, und tut er nicht wahrscheinlich, wäre das nämlich nicht schlecht, aber er tut es nicht. Nee. Er tut es nicht. Okay. Er tut es nicht. So, wie fahren wir da jetzt am dümmsten? Wir stehen jetzt hier, oder was haben wir da hin? Wir stehen jetzt hier. Kommen wir hier auf die Straße zurück. Oder? Ja. Könnte man ja eigentlich hier auf die Straße. Aber ich würde das gerne nochmal ausprobieren, wenn wir hier unten stehen. Ich würde das mal gerne ausprobieren. Der da unten steht, vielleicht fährt er dahin. Ah, ich habe mich nicht reingesetzt. Ich will das Verkehrsschild nicht mitnehmen. Ist aber auch eng hier. Hallo. So. Jetzt würde ich noch mal ausprobieren. Gehen wir hier hin. So. Gut. Okay. Dann probieren wir das gleiche noch mal. Ist einfach nur gerade ausfahren.
Kann man das eigentlich drehen? Das nicht drehen irgendwie? Glaubst du, er tut's nicht, oder? Nee. Er tut es nicht. Ach, schade. Jetzt? Jetzt? So komme ich denn immer hier vor? Helfer entlassen, ja? Ja. Oh ja, gut. Den fahren wir es alleine hoch. Schade. Auf das andere, das bei den anderen hat es funktioniert, hier funktioniert es nicht. Schade, schade, schade. Muss man nicht verstehen. Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Wo war denn das eigentlich? Wir sind jetzt. Also wir sind definitiv an unserem Hof vorbei, genau, an Hof vorbei. Und wenn ich den jetzt einfach hier, ja, ich will es immer wieder probieren, ich will es noch. Den jetzt hier so direkt auf die Straße fahren lassen. Ja, da vielleicht. Ey, tut er auch nicht, oder? Nee. Ah ja. Manchmal geht's nicht. Ich verstehe es aber trotzdem nicht, warum das manchmal geht und manchmal nicht. Den kurzen Stückchen hat es doch funktioniert. Ah ja, gut. Der ist gerade nicht so schnell. Einfach eine ganze Weile, wie wir unterwegs sind. Eine ganze Weile sind wir da unterwegs. Guck mal von hier aus irgendwie gerade hochfahren. Wieder da rein, dann darum und darum. Da können wir auch hier außen lang fahren. Da können wir auch außen lang fahren. Da fahren wir halt außen. Gucke. Ich weiß nicht, unsere Trecker, aber wenn die da drüber fahren, da hoppelt es ein bisschen mehr. Aber repariert sind ja unsere. Hier sind wir ja noch gar nicht lang, oder? Wir sind schon mal lang gefahren. Hm. Oder nicht? Oder? Ich weiß es nicht. Wir sind schon mal lang gefahren. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ja, darfst du eh nicht schneller als 50 fahren. Na gut. Oh,
Oh, hier sind die ganzen Produktionsstätte, alles. Cool. Aber wir schon alles auf einen Haufen. Cool. So, das müsste ja da oben irgendwo sein. Nee, da kommt jetzt unser Hof. Also sind wir ja schon mal lang gefahren. Hof kommt auf der linken Seite. Ja, nee, normalerweise fahren wir so. Ah, der Rinderhof ist das hier. Yeah. Schon. Das sind wir auch noch nicht da unten lang gefahren. Sind wir vorher abgebogen an der Tankstelle. Tja, wollte eigentlich schon lange abgegeben haben, aber ist ein weiter Weg. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht vorbeifahren, weil es ist hier. Setzen wir uns mal eine Markierung, oder? Und ich mache. Warte mal. Bin ich jetzt hier? Also nicht hier rein. Also hier der nächste müssen wir rein und dann gleich wieder rechts. Nee, das ist wieder keine Einfahrt. Die Einfahrt ist hier oben wahrscheinlich. Nee, die ist hier. Also können wir hier. Die nächste dann rechts rein. Ach, ihr seht meine Maus bitte nicht. Weil ich das ausgestellt habe. Ja. Die nächste links rein, dann rechts. Okay. Also hier müsste die Straßenmeisterei mal auch was machen hier. Das ist ja mit den Bäumen, das ist ja. Hängen ja mitten der Fahrbahn. So, nicht die Bäume, sondern der Äste. Ja, es ist auch ein Teil vom Baum. So, hier müssen wir rechts rein. Links rein, meine ich. Entschuldigung. Dann gleich wieder rechts. Ey, das ist so. Ey, das wäre auch ein geiles. Samt mir. Wäre doch auch ein geiles Sandmehl für uns eigentlich. Ach, und jetzt ist es gerade dunkel. Und wenn ich das Bild jetzt mache, da habe ich wieder alles drin. Ne? So. So habe ich bloß unser Dings drin. Ne? Oh. Hörst du? Ja. Auch ein schönes. Alter, ein Stau. Guckt euch das an. Mega Stau. Lass mich in dem Bild. Ah ja, frei. Alles richtig gemacht. Ach, ein Stau. Und nur wegen dem Bild. Ah, das wird wieder ein 30 Minuten Video. Mein Gott. So, irgendwo ging es hier rein. Ich könnte mich hier auch mal wieder hinsetzen und mal richtiges Sandmehl machen. Ordentliches. Und zum Beispiel wie das hier. Oh. So. Wollen ich hier irgendwo hinfahren? Hm? Ach hier. So. Nur bloß mal gucken, wo wir hin müssen. Dahin. Gehe ich mal davon aus. Gehe ich mal davon aus. Werden wir gleich sehen.
Nö, das war schon mal nicht richtig. Das war schon mal nicht richtig. Ja, muss ich dahin? Muss ich hin? Hier fährst du Gülle her. Ach, hier muss ich, glaube ich, hin, ne? Oder? Wo muss ich da hin? Also hier ist was zum Abgeben. Das kann man kaufen. Hier, ich denke mal, das ist für Kühle. Wieso für Kühle? Dachte, hier muss man das abgeben. Oder sind die noch nicht gegärt? Silage. Silage. Schon gegärt. Was haben wir hier? Hier müssen wir ohne hin. Ah! Wir brauchen nächste Farben. Das müssen wir aber im nächsten Video klären. Kann das doch sein, dass wir es hier reinpacken müssen? Können wir mal ausprobieren. Ja. Wir probieren das in der nächsten Folge hier aus. Na da. Ne, da glaube ich nicht. Aber hier. Weiß zwar nicht, wie es funktionieren soll. Aber. Oder da. Ja, probieren wir in der nächsten Folge. Gut, ihr Lieben, somit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes. Mega Daumen an euch und viel Spaß bei Alice22 und auf meinem Kanal. Tschüss. Tschüss.